auf der IAA in München 2021. Von Flyer gibt es was Spannendes für das Jahr 2022. Wir sind am Flyer-Stand und schauen uns mal ein bisschen um. So, wir sind jetzt hier am Flyer-Stand. Neben mir steht der Matthias. Und der Matthias zeigt uns jetzt mal den neuesten Spross in der Flyer Uproc Family, das Uproc X. Gerne, Basti. Freut mich, dass ihr da seid. Wir bei Flyer machen dieses Jahr unser Uproc X komplett neu. Mhm. Das heißt, wir sind also hier im Enduro-Bereich unterwegs mit 150 mm Federweg, kompletter Carbonrahmen, Panasonic-Motor, Fit-System. Gehe ich nachher vielleicht noch genauer drauf ein. Genau, da gehen wir noch speziell ein. Ja. Genau. Also wirklich ein tolles, geiles Bike in verschiedenen Ausstattungsvarianten, zwei Farben. Und das ist also unsere Neuentwicklung für 2022, so als Highlight für das nächste Jahr. Das ist jetzt auch das Topmodell, so wie es da steht. Absolut, ne? Weil man sieht ja jetzt hier Axis und alles fancy. Genau. Also so wird es als Topmodell dastehen. Es wird aber dann auch noch Stufen drunter geben. Ganz genau. Es geht los bei 5.200 Euro in der Einstiegsversion. In der Top-Version, wie es jetzt hier steht, sind wir bei 9.900 mit der elektronischen SRAM. Also hier ist wirklich alles verbaut, was möglich ist, aber es ist für jeden was dabei, glaube ich. Absolut, glaube ich. Aber das Grundprinzip des Rads ist immer das gleiche. Enduro, schöner Federweg, komfortabel, geil gemacht. Also 27, 29,5. Also Mallet-Aufbau, genau. Ja, super. Ja. Und genau, nur in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten. Ja. Reichweite, also Akku quasi, was habt ihr da verbaut? Genau. Wir haben jetzt hier eben Carbonrahmen. Wir haben hier den integrierten 57 Wattstunden Akku. Mhm. Auf der gegenüberliegenden Seite wird man ihn sehen. Man nimmt ihn links raus, den Akku von der Seite. Er ist außen aufladbar. 57 Wattstunden, Panasonic Motor. Panasonic, der Ultimate Motor mit 95 Newton. Der ist neu, glaube ich, jetzt. Gell? Der ist ein Profit. Also Ultimate gibt es schon im letzten Jahr in den normalen Modellen mit 90 Newton. Das ist jetzt die aktualisierte Version Profit mit 95 Newton. Okay, das ist schon ordentlich. Ist ordentlich Dampf Bums. Und hat ordentlich Reichweite, genau. Und das Besondere ist eben hier auch unser dieses Fit-System, was wir hier verbauen. Fit, das steht ja eigentlich für Flyer Intelligence System. Das wurde im Prinzip auch von der ZTG dann übernommen und für andere Marken geöffnet. Ja. Ist in dem Fall ein System, das individuell auf jeden Hersteller zugeschnitten wird. Das heißt, wir nehmen eigentlich nur den Motor von Panna, weil der einfach super robust ist, extrem stabil ist, lange Jahre, seit 25 Jahren dabei. Aber wir bauen alles drumherum. Das heißt, der Akku wird auf uns angepasst, von der Größe, von der Bauform. Dann auch beim Display ist es so, dass du verschiedene Größen kriegst. Jetzt wie hier zum Beispiel ist es die mittlere Variante, die einfach wegzuklicken geht. Das ist dann immer je nach Einsatzbereich wahrscheinlich. Absolut, genau. Das, in der einfachen Ausstattung hast du hier am Bedienteil ein kleines Seitendisplay noch mit drin. Dann ist es hier das normale. Ja. Du kannst als Kunde das aber wegklicken, die einfach das größere kaufen und das größere dranklicken. Ah, okay, der Halter unten ist der gleiche. Ist immer der gleiche. Okay, das ist gut. Oder aber in der dritten Form, du kaufst dir einen neuen Halter dazu und klickst dein Handy rein als Handy-Option. Ah, okay. Und dann ist dein Handy dein Display in dem Fall. Hast du es dann auch, wie bei den Mitbewerbern, dass du sagst, eigentlich der Hauptbestandteil ist die Remote, also quasi da läuft dann alles drüber. Genau. Und die Displays sind dann eigentlich bloß so ein lasches Beiwerk, sagt man dann immer. Gell? Dass du sagst, das ist nur optional dann auch möglich. Genau, richtig. Und du kannst eben auch, es gibt eben die E-Bike Fit App dann fürs Handy. Ja. Auf dieser Fit Bike App kannst du einstellen, zum Beispiel die Modis. Die kannst die Modis speziell auf dich zuschneiden. Weniger Leistung, mehr Leistung geben. Du kannst Daten auslesen, deine Tourdaten auslesen. Wo bin ich gefahren, was bin ich gefahren? Ja. Wattleistung, Trittfrequenz und. Und du kannst da Optionen zubuchen. Also du kannst zum Beispiel auch sagen, okay, ich möchte eine Schlossfunktion. Ich kann an der App mein Rad versperren sozusagen. Okay. Das ist, schon das ist dann auch, wenn du das Display abnimmst, geht es dann wirklich nur mit diesem Display dann auch wieder an. Genau. Genau. Also es ist quasi eigentlich adaptiv zu dem Bosch, sagen wir es mal ehrlich, es ist eigentlich genau das, was jetzt, wo jetzt quasi alle Hersteller hingehen, eher smartes System, wo das alles mit einer App gekoppelt richtig. Hat. Wunderbar. Der Unterschied ist eigentlich zum Bosch-System für uns immer nur eins. Du bist ein bisschen individueller, du kannst schneller arbeiten mit dem System und für uns als Hersteller wahnsinnig wichtig, wenn wir neue Akkus produzieren oder wollen, dann werden die auf uns angepasst und ich brauche keine neuen Rahmen. Das ist ja immer das Thema, wenn Bosch einen neuen Akku bringt, muss jeder Hersteller neue Rahmen produzieren Absolut. Und das brauchen wir hier eben überhaupt nicht.
rausnehmen finde ich bei euch immer ganz, ganz smart an der Seite. Hat halt einfach den Vorteil, dass ihr halt nicht, wenn es mal ein bisschen ungeschickt euch anstellt oder sowas, dass er halt irgendwo runterfällt, sondern der ist an der Seite drin. Das finde ich immer relativ schön gelöst. Jetzt hast du uns aber noch gesagt, es gibt da hinten noch was Spezielles im SUV-Bereich. Genau. Da gehen wir jetzt mal gemeinsam hin. Super. So, Matthias, was haben wir da oben? Das ist das Spannendere. Genau, Basti. Wir haben jetzt hier unser GoRock X, die nächste Neuheit für 2022. Jawohl. Das Pendant zum UpRock X als klassisches Enduro haben wir jetzt hier ein SUV. Ja. Ein Mountainbike mit Straßenausstattung dran, also ein komplettes SUV-Bike. Auch hier wieder mit einem Panasonic Profit-Motor mit 95 Newton, dem integrierten 750 Wattstunden Akku. Ja. Und optional ein 530 Wattstunden Akku, der optional nachträglich anklickbar ist. Das ist schon eine Menge Wattstunden. Absolut, genau. Und das Schöne ist auch das, du kannst es auch gut nachrüsten. Ja. Du hast nämlich hier unten zum Beispiel die Auflage und das System ist mit einer Abdeckung überliefert. Ja. Und wenn der Kunde nach 2-3 Jahren merkt, Mensch, ich hätte doch gerne eine lange Reise, kauft er sich den Akku, nimmt die Abdeckung weg, klickt den Akku drauf. Okay, das ist gut. Total simples System. Gut, der Motor auch wieder hier, 95 Newton. Ja. Mit dem Fit-System. Das Fit-System, wie ich auch schon erklärt habe, mit diesem adaptiven Display, wo du übers Handy viel steuern kannst, wo du verschiedene Display-Töne drauf machen kannst. Stufenregeln. Ganz und genau. So weiter, der Unterschied ist nur hier, wir haben hier Alu verbaut und nicht Carbon. Genau, das wäre jetzt meine Frage, weil es schaut aus wie ein Alurahmen. Genau, es ist ein Alurahmen, weil wir einfach ein bisschen mehr Stabilität hier rein haben wollten. Und ein bisschen. Hier sind natürlich beim MTB geht es natürlich schon um das Gewichtsthema. Ja. Ich denke, hier mit den ganzen Bauteilen ist das Gewicht nicht so im Vordergrund. Ja. Liegen hier bei 24, 25 Kilo. Er ist aber trotzdem nur leicht. Ich wollte gerade sagen, ist trotzdem sehr gut, okay, alles gut verbaut, genau. Ja, und das ist ja gerade der Trend, auch bei euch da draußen, also quasi diese All-Terrain-Bikes oder halt eben diese SUV-Bikes, wo man halt wirklich alles mitmachen kann. Gerade für den, der es vielleicht auch in die Arbeit nutzt als Pendler. Genau. Und dann halt eben die Touren am Wochenende könnt ihr dann natürlich auch noch machen. Wäre da ein Anhängertransport möglich? Weißt du das zufällig? Anhänger ist bei dem jetzt hier nicht möglich. Wir haben es bei vielen anderen Bikes jetzt mittlerweile im nächsten Jahr freigegeben. Ja. Hier jetzt eben nicht. Aber du hast eben sehr viel die Möglichkeit, gerade wie du gesagt hast, Arbeitsweg, Freizeit. Genau, du hast Möglichkeit mit den Taschensystemen, Gepäck. Wir haben hier noch, wir haben bei den Gesamtgewichtszulassungen beim Mountainbike 130 Kilo wegen Einsatzzweck. Ja. Obwohl es ein Mountainbike ja ist, vom Grundrahmen her, haben wir hier aber 150 Kilo. Das ist eine Ansage. Also da hast du wirklich ordentlich, du kannst Gepäck draufpacken und. Also hier kannst du richtig gut noch Sachen drauf verstanden. Ja. Und Licht und alles halt mit dran. Top, genau. Und wie immer Schweizer Qualität. Du siehst auch hier, alle Kabel innen verlegt. Ja. Top Rahmen, top Verarbeitung. Natürlich wie immer. Also wir versuchen wirklich auch die höchsten Komponenten zu nehmen. Ja, natürlich bei uns. Das ist unser Credo einfach. Swiss Quality ist nochmal unser Ding. Das steht für Qualität. Absolut, genau. Ja. Wo geht's da los preislich? Da sind wir auch wieder bei 5.000 Euro, dann eben Zusatzakku, verschiedene Ausstattungsvarianten, die du haben kannst. Es gibt zwei verschiedene Farben dann, einmal auch hier in diesem Sandfarben, dann noch ein Schwarz und eben dann je nach Option, wo du hin willst, aber so um die 5 bis zu den 7. Wunderbar. Jetzt noch. Matthias, das war's. Basti, vielen Dank. Ich bedanke mich und also wenn ihr Flyer gerne hättet, dann schaut bitte auf die Webseite von Flyer, sucht dort den nächsten Händler, der für euch möglich ist, aber es sind auf jeden Fall zwei spannende Produkte für das Jahr 2022. Wir verabschieden uns jetzt erstmal hier vom Flyerstand. Wir schauen noch ein bisschen weiter und für euch, wir sehen uns bald im nächsten Video. Danke. Matthias, danke.